Ich freue mich wahrscheinlich gemeinsam mit Ihnen sehr auf diesen Tag. Es ist das zweite Netzwerktreffen, das wir im Hochschulforum Digitalisierung durchführen. Und die Tatsache, dass ich so viele Gesichter von Ihnen zum zweiten Mal auf einem Netzwerktreffen sehe, zeigt, dass das erste Treffen ein Erfolg gewesen sein muss. Und ich hoffe, dass wir heute einen noch größeren Erfolg feiern werden mit diesem zweiten Netzwerktreffen im Rahmen der HFD-Themenwoche. Ich will gar nicht so viel über mich sagen. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Wir haben ein spannendes Programm für Sie vorbereitet mit vielen Programmpunkten und vor allem ist es, glaube ich, das interaktivste Programm, das das HFD für unsere Netzwerkgruppe seit langem aufgebaut hat. Sie werden viel tun. Das bedeutet, dass wir wenig tun müssen. Das gefällt mir sehr gut. Aber am Anfang müssen wir doch ran. Und zuallererst freue ich mich, dass wir Herrn Oliver Janoschka auf die Bühne bitten dürfen. Bevor ich noch ein paar Dinge zum Tag sage, wollen wir Herrn Janoschka als Weltenbürger auf die Bühne bitten. Er ist quer durch Europa aktiv gewesen in seinem beruflichen Leben. Er ist eigentlich alles. Ich habe gelesen, er ist Erziehungswissenschaftler, Soziologe, Psychologe und viele, viele Dinge mehr. Und jetzt ist er aber hier in seiner Rolle als Geschäftsstellenleiter des Hochschulforums Digitalisierung. Und er wird uns ein bisschen erzählen über diese zweite Phase im Hochschulforum Digitalisierung. Wir hatten die erste Phase, die vor etwas mehr als 2 Jahren abgeschlossen worden ist, im Hochschulforum Digitalisierung sehr erfolgreich. Und jetzt geht es um das HFD 2020. Und über das HFD 2020 wird Ihnen Oliver Janoschka jetzt ein paar Zahlen, Daten und Fakten erzählen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Expertinnen und Experten des Hochschulforums Digitalisierung, es ist mir eine Freude und Ehre, heute die Gelegenheit zu haben, mit Ihnen diesen Tag zu eröffnen und Sie damit auch in unsere Themenwoche Shaping the Digital Turn einzuführen. Wir haben uns darauf verständigt, dass ich Ihnen einen Kurzüberblick geben darf, was sich jetzt im Hochschulforum eigentlich alles so tut. Und ich darf mich vorweg entschuldigen, dass es nur punktuell sein kann, weil es eben doch tatsächlich recht viel ist, was wir hier gemeinsam mit Ihnen tagtäglich umsetzen und weiterentwickeln. Zuvor möchte ich Sie aber kurz fragen, wer von Ihnen ist heute das erste Mal bei einer Veranstaltung des Hochschulforums? Einmal bitte mit Handzeichen. Das ist nämlich immer wieder wirklich interessant. Es sind relativ viele, die auch neu dazukommen und gleichzeitig haben wir eine wachsende Community von Akteuren, die mit uns so ein Motto wie Shaping the Digital Turn zum Leben erwecken und dabei die zentralen Fragen, wie kann eigentlich so ein Wandel gestaltet werden an den Hochschulen, was ist da erfolgsversprechend, was funktioniert auch noch nicht, das also gemeinsam zu bearbeiten. Für mich sind es die 5 als magische Zahlen. 5 ist das Jahr, was wir jetzt hier schon gemeinsam, 5 als Entwicklungszahl für das Hochschulforum. Es ist das 5. Jahr dieses Projektes, eines starken Projektes zwischen der HRK, dem CHE und dem Stifterverband, gemeinsam mit vielen Experten. Und getragen wird es vom BMBF. Und die zweite 5 bezieht sich auf die Themenwoche. Es ist nämlich schon der 5. Tag. Wir sind seit Freitag dabei und sind noch bis Freitag in dieser Woche mit Veranstaltungen jeden Tag in Berlin dabei, solche Austauschformate zu schaffen. Jetzt sollte das gehen. Ja, wir haben uns, und das ist jetzt der neue für uns, die neue Mission, die wir uns noch mal gegeben haben, wo wir uns verständigt haben, was ist eigentlich der Kern des Hochschulforums? Wie kann man den in eine Formel bringen? Und wir glauben, dass der Begriff des Orchestrieren hier eine ganz wertvolle Bedeutung hat und dass wir gleichzeitig als Impulsgeber mit Ihnen für die Hochschulen, für die Politik und für die Wirtschaft auch, weil natürlich die Frage, wie können eigentlich Kompetenzanforderungen in einem digitalen Zeitalter an den Hochschulen relevant werden? Wie können die nächsten Generationen in
ihre Arbeitsprozesse geführt werden, dass das eine gemeinsame Frage ist, die wir uns hier stellen wollen. Wir haben, um das mal zu übersetzen, in 4 Arbeitsschwerpunkten das aufgenommen. Die Geschäftsstelle ist zum Beispiel für diese Themenwoche verantwortlich für vieles mehr. Wir hatten gestern einen sehr erfolgreichen Tag zur Strategieentwicklung. Das Netzwerk steht heute hier im Mittelpunkt unserer Aktivitäten und wir haben nach wie vor Arbeitsgruppen, die aber anders als früher nur noch auf ein Jahr hin angelegt sind, weil wir eben glauben, dass hier ganz wichtige Erkenntnisse auch in kürzerer Zeit anschlussfähig gemacht werden können. Und da führe ich Sie einmal durch, was heißt das jetzt eigentlich? Ein Kernaspekt ist eben die Zusammenarbeit mit Ihnen, mit vielen Akteuren und Experten, die ihre Beiträge hier einbringen können. Der Call for Experts sei an der Stelle als erstes genannt, weil wir Sie auch einladen möchten, wenn Sie eine Expertise haben, dass Sie sich hier bei uns melden, dass Sie das in unserer Datenbank mit einbringen. Wir sehen hier eben durchaus an vielen Stellen die Möglichkeit, Sie aktiv in unsere Arbeit mit einzubinden, beziehungsweise auch für andere Sie entsprechend weiterzugeben, wenn beispielsweise bei Konferenzen die Möglichkeit besteht oder bei viel mehr. Die Studierenden, ich sehe hier einige auch mit in der Runde, sind für uns ganz zentral. Wir sehen sie nicht nur als Rezipienten einer Lehre, sondern wir glauben, dass sie ein Gestaltungspotenzial, eine Produktivkraft sind, die es noch viel stärker zu sehen gilt, die viele gute Ideen haben. Wir hatten einen EdTech-Hackathon mit wirklich hervorragenden Studierenden. Wir haben in dieser Woche den Auftakt für eine neue Arbeitsgruppe, die Digital Changemaker. Und auch hier suchen wir nach den Studierenden. Wenn Sie welche kennen in Ihren Hochschulen, laden Sie sie ein, sich beim Hochschulforum zu melden, weil wir hier, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit haben, mit Ihnen gemeinsam diese Perspektive, was heißt es eigentlich für Studierende an den Hochschulen, das mit aufzugreifen. Ich werde jetzt nicht auf die einzelnen Arbeitsgruppen eingehen, aber möchte markieren, dass auch diese Gruppen an neuen Formaten arbeiten. Wir produzieren im Laufe eines Jahres jetzt Ergebnisse. Sie können sich da einen Überblick verschaffen an unserem Stand. Sie können sie alle abrufen und zum Beispiel das Diskussionspapier als neues Format, wo wir auch online mit Ihnen im Austausch zu diesen Ergebnissen stehen, ist eine Möglichkeit, um Ihre Kommentare, Ihre entsprechenden Anregungen mit einzubinden. Wir greifen in den Gruppen entsprechend Fragen auf, von denen wir sagen, dass sie eine zentrale Relevanz haben für die Weiterentwicklung des Hochschulsystems. Wie können zum Beispiel online erbrachte Lernleistungen anschlussfähig gemacht werden in die Präsenzstudiengänge, in die Hochschulen, wie wir sie heute noch kennen? Und Lehrerbildung wurde von Herrn Staatssekretär Meister gestern erwähnt, ist eben auch eine aktuell sehr virulente, sehr stark diskutierte Frage, wie können eigentlich die Schulen mitgenommen werden und wie müssen dafür die Lehrer ausgebildet werden. Auch dafür finden unsere Expertinnen und Experten Antworten, die wir in den Veröffentlichungen entsprechend zusammenfassen. 40 sind es an der Zahl aktuell und ich möchte nur eine noch mal hervorheben, weil sie eben auch eine ganz zentrale Frage aufgegriffen hat. Es war eine Empfehlung im alten Hochschulforum, wenn Sie so wollen, in der ersten Phase, wo wir die Frage der Weiterentwicklung einer Infrastruktur zum Gegenstand gemacht haben. Die Machbarkeitsstudie ist als eine Teilantwort daraus hervorgegangen, die nochmal auffächert, welche Möglichkeiten gibt es hier eigentlich. Sie ist im Frühjahr veröffentlicht worden und ich lade Sie ein, heute einfach hier zu bleiben, weil am Abend nach dem Netzwerktag hier auch nochmal dieses Thema zentral im Mittelpunkt steht und die interessante Frage, wie das politisch aufgegriffen wird, welche Möglichkeiten, welche Szenarien jetzt hier vielleicht zielführend sind, die wollen wir gerne gemeinsam mit Ihnen diskutieren heute Abend. Der Blog ist bald tagtäglich ein Element unserer Webseite, wo viele Experten und Expertinnen zur Sprache bringen, was aus ihrer Sicht besonders wichtig ist. Und wir haben das jetzt auch noch mal in einem Dossier zusammengebracht, dass Sie also dort entsprechend eine leichtere Übersicht bekommen.
Die Themenwoche habe ich erwähnt. Es gibt, glaube ich, noch zwei Veranstaltungen am Donnerstagabend und am Freitag, wo Sie sich noch anmelden können. Ansonsten sind alle leider ausgebucht, aber wir haben den Livestream. Wir werden das online auch noch mal im Nachgang zur Verfügung stellen, was hier diskutiert wurde. Und für uns ist es nach wie vor eine Gelegenheit, im Austausch zu sein. Wir haben das gestern erlebt, wir werden das in dieser ganzen Woche haben, dass eben die Präsenz sich nicht aufhebt, nur weil wir jetzt über diese Fragen des digitalen Wandels sprechen, sondern glauben gerade, dass da ein zentraler Mehrwert besteht, zusammenzukommen. Das Magazin in Kooperation mit der Universität Hamburg, das Synergie-Magazin, hat das hier auch noch mal schön aufgegriffen. Sie finden es alle in Ihren Unterlagen illustriert, was wir hier in dieser Woche diskutieren. Der zweite Kern ist eben die Frage des Netzwerks. Herr Schleicher hat es in seinem Artikel benannt als Netzwerkzeitalter, dass eben nicht mehr die einzelne Hochschule, nicht mehr der einzelne Experte relevant ist, sondern gerade die Verbindung zwischen allen. Und ohne jetzt hier ins Detail zu gehen, weil das wird Herr Metzner gleich nochmal tun, was tut dieses Netzwerk und wo stehen wir damit gerade? Wir sind dabei, mit Ihnen auch gemeinsam neue Formate zu entwickeln. Und wenn ich jetzt zum Beispiel diese Mattermost-Instanz nehme, dann ist das eben auch eine Gelegenheit, wo einzelne Teilfragen gut diskutiert werden können. Ich bin gestern gefragt worden, warum macht ihr eigentlich nicht OEA als eine Arbeitsgruppe? Im Prinzip ist das möglich. Sie können sich hier schon in unserem Channel direkt beteiligen mit Ihren eigenen Ideen und dort entsprechend auch eine wachsende Community finden mit Fragen, mit Antworten, die hier diskutiert werden. Die Summer School hat jetzt in diesem Jahr zum zweiten Mal stattgefunden. Sie wird im nächsten Sommer wieder veranstaltet werden. Eine intensivere Möglichkeit, im Austausch zu sein. Und wir sehen eben auch, dass da sehr viele gute Ideen entwickelt werden, die wir wieder in unseren gesamten Arbeitsprozessen aufgreifen können. Wir haben gesagt, die Community ist inzwischen an einem Punkt, dass wir hier auch gemeinsam neue Möglichkeiten schaffen können. Die Community-Gruppen sind jetzt hier ganz frisch zum ersten Mal veröffentlicht. Wir haben nach diesen Möglichkeiten, nach den Themen gefragt. Drei sind jetzt im Prinzip bis nächstes Jahr dabei, das in eine produktive Form zu bringen und die Ergebnisse werden wir entsprechend auch bei uns veröffentlichen. Ein Aspekt, den wir, glaube ich, den ganzen Tag auch noch mit stark bewerben werden, weil das auch etwas Neues ist, ist das sogenannte HFD Community Certificate. Wir glauben daran, dass die Wertschätzung der Lehre, die Kompetenzen, die in diesem Feld digitales Lernen und Lehren bestehen, dass die sichtbarer werden sollten, dass die Aktivitäten sichtbarer werden sollten. Und hier ist also jetzt eine neue Plattform geplant, bereits im Entwicklungsprozess. Sie können sich dafür registrieren. Wir laden Sie ein, das aktiv zu tun. Und im Dezember wollen wir mit der Beta-Phase das sichtbar machen, wer eigentlich in dieser Bundesrepublik an dem Thema arbeitet, was sie dort tun und glauben auch, dass das über so ein Community Certificate eine gute Möglichkeit ist, darüber im Austausch zu sein, neue Erkenntnisse zu gewinnen und insgesamt damit auch einen Mehrwert zu bieten für ihre eigenen Karrierewege. Der HFD-Podcast ist aus der Summer School jetzt hervorgegangen. Wir haben die zweite Folge on air. Auch das eine schöne Möglichkeit, die Experten sichtbar zu machen, die praktisch tagtäglich dafür sorgen, dass es nicht nur eine luftleere Formel ist, sondern wirklich eine Erfahrungspraxis, die eben in den Hochschulen viele Möglichkeiten schafft. Und wir suchen nach Studierenden, die jetzt noch bis zum 1. Oktober hier sich beteiligen wollen mit eigenen Beiträgen. Auch das finden Sie bei uns auf der Website. Internationalisierung war ein Thema, bleibt ein Thema und wird auch in unseren Aktivitäten noch mal stärker eine Rolle spielen. Morgen gibt es einen ganzen Tag unter der Überschrift Bologna Digital. Wir glauben, dass die Frage, wie in Europa eigentlich dieser Hochschulraum weiterentwickelt werden kann, eine ganz zentrale ist. Und wir haben dafür auch eine Einladung im Moment auf der Webseite, weil wir an die niederländischen Hochschulen wollen.
Viele von Ihnen sind da vielleicht auch mit dem Surf-Netzwerk vertraut. Wir haben hier eine Delegationsreise geplant für Ende November, bei denen wir die interessantesten Hochschulen in den Niederlanden besuchen wollen, weil wir eben sehen, dass es in anderen Ländern auch ganz gute Beispiele gibt, die es lohnen, einmal besucht zu werden. Strategien ist unser dritter Schwerpunkt. Wie kann eigentlich eine Strategieentwicklung funktionieren? Gestern war, wie gesagt, der Tag dazu. Auch darüber können Sie sich informieren an unserem Stand. Es wird noch einmal eine Ausschreibung geben zu der sogenannten Peer-to-Peer-Strategieberatung. Das sind die 6 Hochschulen, die das im ersten Jahr mit uns gemeinsam durchgemacht haben, die das für ihre Prozesse genutzt haben. Und wir hatten gestern Abend die zweiten 6, die jetzt also sich gerade auf den Weg machen, durch unseren Begleitprozess zu gehen. Es ist kein Audit, aber es ist eine Möglichkeit, mit anderen Hochschulexperten gemeinsam daran zu arbeiten und die dafür zu nutzen, in der eigenen Hochschulstrategieentwicklung 2, 3 Schritte weiterzukommen. Wir werden jetzt in den nächsten Monaten, das sei hier auch schon mal vermerkt, ganz stark daran arbeiten, wie können wir das online besser verfügbar machen. Da wird es also eine Möglichkeit geben für die Hochschulen, die nicht ausgewählt wurden, daran teilzuhaben. Und es freut mich, Frau Schönstein aus Baden-Württemberg ist heute hier, dass ich das verkünden darf. Das ist jetzt nämlich auch ganz frisch. Wir haben mit dem Bundesland Baden-Württemberg und dem Stifterverband eine Vereinbarung getroffen, dass also auf Basis des Bundesprogramms der Peer-to-Peer-Beratung ab jetzt 4 weitere Begleitplätze zur Verfügung gestellt werden, dass sich die Hochschulen aus Baden-Württemberg hier beteiligen können und die Möglichkeit haben, in den Genuss der Peer-to-Peer-Beratung zu kommen. Ja, das war ein kurzer Ritt durch unsere verschiedenen Aktivitäten. Insgesamt lebt das Hochschulforum davon, wie Sie sich einbringen, mit Ihren Ideen bei uns, mit uns gemeinsam dafür sorgen, dass so ein Digital Turn wirklich gelingen kann. Und insofern freue ich mich auf den heutigen Tag, auf die Workshops, auf das Barcamp und auf alle weiteren Gelegenheiten, mit Ihnen im Austausch zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Oliver. Das war, wenn ich mir vorstelle, ich wäre einer von Ihnen oder eine von Ihnen, die oder der zum ersten Mal hier ist, beinahe erschlagend, wie viel das HFD macht. Ich kann mich noch an die Anfänge erinnern mit sehr streng definierten Arbeitsgruppen. Das hat sich stark aufgefächert. Ich glaube, absolut zum Positiven, und ich kann mir vorstellen, dass, wenn man das alles so gehört hat, dass man direkt Lust bekommen hat, bei mindestens einer der Aktivitäten mitzumachen. Mitmachen ist an diesem Tag auch das besondere Thema für Sie. Denn bevor wir jetzt gleich von Professor Joachim Metzner ein wenig mehr über tatsächlich die Zusammensetzung unseres Netzwerks für die Hochschullehre, also der Grund eigentlich, warum wir hier heute alle zugegen sind, hören, habe ich noch ein paar Ankündigungen für Sie. Erstens gab es gestern auf Twitter, manche werden ihn kennen, Andreas Wittke von der FH Lübeck, gab es eine Challenge. Und der hat nämlich geschrieben, dass es erstaunlich sei, wie wenig das Thema, wie wenig das Thema Hashtag HFD18 gerade trendet. Und da habe ich gedacht, Challenge accepted, wir wollen es schaffen, heute auf Twitter das Thema HFD18 zum Trenden zu bringen. Wenn Sie also mit Ihrer Twitter-Maschine vertraut sind und gerne tweeten, dann tun Sie das bitte. Tweeten Sie alles Mögliche von diesem Tag, vor allem natürlich Positives und viele Fotos. Hashtag HFD18 auf Twitter. Wir wollen Herrn Wittke überraschen und ihm zeigen, dass gerade wir im Netzwerk, wirklich auch in den sozialen Netzwerken, uns auskennen und gut zurechtfinden. Dann haben Sie vielleicht gesehen beim Reinkommen, dass da vorne so eine schwarze Kabine steht. Die sieht zunächst so ein bisschen furchterregend aus. Man kann dann nämlich auch noch einen Vorhang zumachen. Aber die ist gar nicht furchterregend. Da sollen Sie reingehen. Das ist nämlich unsere Video-Interview-Kabine. Und da werden Ihnen Fragen rund um den digitalen Wandel, um die Digitalisierung der Hochschullehre gestellt. Und diese Fragen, die können und sollen Sie beantworten. Aus Ihrer ganz persönlichen Perspektive, aus Erfahrungen, die Sie in der Hochschule, in Ihren Hochschulen gemacht haben oder in Ihren Serviceeinrichtungen.
Und da können Sie rein, da sollen Sie rein. Und ich war schon kurz drin. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Also gehen Sie mal rein. Ich glaube, das wird gut werden. Wir haben dann einen HFD-Stand, den hat Oliver Janoschka gerade kurz angesprochen. Der ist, wenn Sie jetzt gleich wieder hochgehen, dann ist der auf der rechten Seite. Da finden Sie nochmal viele der Informationen, auf die Oliver Janoschka nur ganz kursorisch verweisen konnte, weil er sonst, glaube ich, bis heute Abend noch hätte sprechen können, wenn du wirklich all die Dinge im Detail hättest besprechen wollen, die es über das HFD zu sagen gibt. Und da gibt es auch schon erste Informationen zu diesem ominösen HFD-Cert, von dem Oliver Janoschka schon ganz kurz erzählt hat. Das ist ein ganz spannendes Projekt, an dem ich auch sehr nebentätig beteiligt bin. Ja, ich finde das Projekt ganz großartig, weil es uns Lehrenden die Möglichkeit gibt, uns außerhalb von den klassischen Zertifizierungswegen auch Anerkennung für unsere Lehrleistungen zu holen. Und ich glaube, deswegen sind viele von Ihnen heute hier, weil Sie sich für gute und innovative Lehre interessieren. Und für all diejenigen von uns ist das HFD-Cert, glaube ich, ein sehr schönes Instrument. Also informieren Sie sich oben am Stand und heute Abend beim Open Bier, das haben Sie vielleicht schon in der Ankündigung gelesen, da gibt es noch mal ein paar mehr Informationen zum HFD-Cert. So, aber wie das in der Politik auch immer so ist, Informationen gibt es häppchenweise, deswegen höre ich jetzt erstmal wieder auf und übergebe das Mikrofon an Professor Achim Metzner. Er ist der ehemalige Rektor der TH Köln, aber da würde ich sagen, das ist eine ihrer kleinsten Aufgaben gewesen, wenn man all das vergleicht. Er war bei der CHE, er war bei der Stiftung für die Hochschulzulassung, die ehemalige ZVS, ne, die gibt es ja heute wieder, nachdem man festgestellt hat, dass das doch keine so schlechte Idee gewesen ist. Aber er war für den DAD tätig, ist in der HRK, aber jetzt, heute ist er hier als Vorsitzender des Netzwerks für die Hochschullehre, also unseres Netzwerks, an dem Sie alle auch beteiligt sind. Und Herr Metzner wird uns jetzt so ein paar Zahlen, Daten und Fakten und vor allem auch Bilder vorstellen, die uns einen Eindruck der Größe unseres Netzwerks für die Hochschullehre vermitteln und uns ein bisschen mehr darüber sagen, wie wir gewachsen sind und wie wir in der Zukunft noch wachsen wollen. Herr Metzner, ich darf Sie auf die Bühne bitten und freue mich auf Ihre Vorstellung. Ups, da stand ich fast richtig. Ja, okay. Vielen Dank für die Einführung. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite und herzlich willkommen. Ich darf Sie im Namen der Hochschuldirektorenkonferenz ganz herzlich begrüßen und möchte betonen, gerade dieses Netzwerk für die Lehre liegt uns, also seitens der HRK, der Hochschuldirektorenkonferenz, in ganz besonderer Weise am Herzen und das aus gutem Grund, denn wir erhoffen uns natürlich schon, dass Sie, die lieben Mitglieder des Netzwerkes, die Erwartungen auch Ihrer Hochschulen, natürlich Ihre eigenen, aber auch die Erwartungen Ihrer Hochschulen an das HFD herantragen und dass Sie umgekehrt natürlich auch als Multiplikatoren und Transformatoren und Transformatorinnen sozusagen uns die Möglichkeit geben, das, was es an Erkenntnissen, an neuem Wissen, an neuen Kompetenzen im Netz gibt, in Ihre Hochschulen zurückzutragen. Das gilt natürlich in besonderer Weise für die unter Ihnen, die sozusagen mandatisiert sind, auch von Ihren Hochschulleitungen, die Hochschulen, Ihre eigene Hochschule sozusagen hier in Cumbelo zu vertreten. Aber wir hoffen natürlich und erwarten natürlich, dass auch alle anderen, die als Mitglieder im Netzwerk sind oder assoziiert mit dem Netzwerk sind, tatsächlich hilfreich sind, um möglichst zügig und möglichst intensiv das, was im HFD passiert, in die Hochschulen hineinzutragen. Unser heutiges Meeting, also für dieses zweite Netzwerktreffen, haben sich etwa 320 Leute angemeldet. Es sind auch ungefähr 300 von Ihnen da. Das hat natürlich etwas zu tun mit der steigenden Mitgliederzahl im Netzwerk. Also im Vergleich zum letzten Jahr ist die Zahl derer, die heute hier sind, deutlich erhöht. Aber es hat sich eben auch die Mitgliederzahl insgesamt drastisch nach oben verändert, nämlich um 75% ist die Zahl angestiegen. Heute sind etwa auch 300 Vertreterinnen und Vertreter der Hochschulen Mitglieder im Netzwerk und das heißt, sie vertreten oder sie kommen, sagen wir mal besser, sie kommen aus 130 Hochschulen. Nun könnte man sagen, da wir ja
ungefähr 400 Hochschulen in Deutschland haben, ist ja natürlich noch deutlich Luft nach oben. Das ist auch so. Und es ist natürlich unser ganz starkes Interesse, diese Zahl weiter nach oben zu bringen. Die Zahl der Hochschulen, die wir hier sozusagen direkt erreichen. Aber man kann auch eine umgekehrte Überlegung anstellen. Es ist doch immerhin die Hälfte aller HAK-Mitgliedshochschulen sind inzwischen im Netzwerk vertreten. Wenn man das nach Hochschularten aufgliedert, Sie sehen es ja hinter mir, dann sind etwa 65 von 120 Hochschulen sind Universitäten und damit stehen die Universitäten sozusagen mit einem gewissen kleinen Vorsprung auf Platz 1, was die Hochschularten angeht. Wenn wir jetzt mal auf die Bundesländer schauen, dann können wir positiv feststellen, es sind inzwischen alle Bundesländer im Netzwerk vertreten. Allerdings, Sie sehen natürlich an der unterschiedlichen Einfärbung, dass sich das doch sehr deutlich unterscheidet. Das hängt zusammen mit der Hochschuldichte in den einzelnen Bundesländern. Das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass Herr Janoschke hat es ja schon erwähnt, dass es ja doch auch an der einen, im einen oder anderen Bundesland dezentrale Netzwerke gibt. Wobei ich betonen will, das haben wir ja im HFD immer gesagt, dass wir das nicht nur begrüßen, sondern davon ausgehen, dass zentrale und dezentrale Aktivitäten sich sehr sinnvoll ergänzen können und sollen und es mit Sicherheit auch tun. Und insofern spielt auch das sozusagen dazu, dass also diese Unterschiede doch ein Stückchen relativiert werden können. Aber auch da können wir natürlich nur darauf hinwirken, dass sich da etwas die Farblichkeit ein bisschen angleicht. Ein Blick auf die Fächerzuordnung. Ein Blick auf die Fächerzuordnung lässt erkennen. Allerdings, wenn Sie auf ganz links schauen, den größten Balken, das ist der Balken ohne Angaben. Insofern relativiert sich natürlich das, was rechts von diesem Balken steht, doch in nicht unerheblicher Weise. Es ist aber doch eine Tendenzaussage möglich. Wenn Sie die einzelnen Fächergruppen etwas zusammenziehen, dann kann man sagen, dass es zwei deutliche Schwerpunkte gibt. Einmal die MINT-Fächer, das ist nicht überraschend, aber auch die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften bilden einen erheblichen Anteil, gefolgt dann auf Platz 3 von den Wirtschaftswissenschaften. Und das heißt mit anderen Worten, wir haben doch ein verhältnismäßig ausgeglichenes Gesamtverhältnis, wenn man eben nicht nur nach den einzelnen Teilen geht oder kleinen Fächern geht, sondern wenn man das etwas zusammensieht. Dass das Lehramt ziemlich am unteren Ende steht, ist, falls es sich sozusagen nicht wieder auch bei den ohne Angaben nicht deutlich wiederfinden würde, was wir eben nicht wissen, wäre das kein allzu schönes Ergebnis. Die Aufteilung nach Funktionen innerhalb der Hochschule hat uns auch beschäftigt. Ich würde vermuten, im Hinblick auf die unterschiedlichen Personalgruppen dürfte diese Aufteilung ungefähr den Gruppengrößen entsprechen, wie wir sie an den Hochschulen haben. Sie müssen allerdings dabei in Rechnung stellen, dass die Personalgruppen sich ja zahlenmäßig deutlich unterscheiden, je nachdem, ob es sich um Universitäten oder Fachhochschulen handelt. Aber wenn Sie diese Unterscheidung mit sozusagen reinrechnen, das habe ich bei der Vorbereitung getan, dann kommen Sie darauf, dass wir doch ein erstaunlich ausgewogenes Verhältnis zwischen den einzelnen Gruppen haben. Und wir können natürlich positiv formuliert sagen, dass tatsächlich doch alle für das Thema Digitalisierung der Lehre relevanten Gruppen doch in recht angemessenem Umfang vertreten sind, bis auf natürlich die Studierenden. Das muss man schon ein bisschen deutlicher herausstellen. Herr Janoschke hat das ja auch schon angesprochen. Wir haben auch gestern Abend, wenn Sie schon dabei waren, ja einiges bei der Podiumsdiskussion dazu gehört. Es ist natürlich, ich kann das nur bestätigen, ein ganz, ganz wichtiges Anliegen auch der HAK, dass nach Möglichkeit die Zahl der Studierenden
auch der aktiven, mitgestaltenden Studierenden im Netzwerk und damit eben auch im HFD insgesamt sich erhöht. Und dann haben wir noch einmal geschaut, wie die Verteilung zwischen Männern und Frauen ist. Und auch da kann sich noch an der einen oder anderen Stelle etwas ändern. Aber insgesamt ist es so, dass wir doch davon ausgehen können, dass es eine relativ zufriedenstellende Verteilung gibt. Wir wollten natürlich auch, und das bildet sich jetzt statistisch nicht ab, sondern das ist mehr eine qualitative Fragestellung, warum hat sich die Zahl derer, die ins Netzwerk gekommen sind, nach oben verändert und welche Gründe mögen da eine Rolle gespielt haben? Es gibt wohl offensichtlich eine ganze Reihe von Gründen, wobei das Thema Vernetzung, was wir ja schon angesprochen haben, wohl eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Die Vernetzung wird für viele Leute in ihrer Arbeit immer wichtiger. Viele wünschen sich auch die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme, zum Austausch, zum gemeinsamen, können Sie mir mal das Wasser da geben, zum gemeinsamen Erproben, zum gemeinsamen Kompetenzaufbau vor allen Dingen auch. Manche sind in einer Kämpferinnenfunktion offensichtlich immer noch und versuchen auf diese Weise sich zusammenzuschließen, Leute zu finden, die in einer ähnlichen Situation sind und dass man sich gegenseitig ein bisschen ergänzt. Mir fiel das so bei manchen Bemerkungen auf. Manche denken so, dass das Netzwerk auch so ein bisschen die Funktion eines Digitalisierungstinder oder sowas Ähnliches hat. Andere möchten an der Entwicklung nicht ewig hinterherlaufen und wollen ein bisschen mehr vorne mit dabei sein und gehen so allmählich im Netzwerk auch in eine aktivere Rolle hinein. Das sind sehr breit gestreute Erwartungen. Wir werden uns bemühen, allen gerecht zu werden. Sie wissen, meine Damen und Herren, das muss ich Ihnen nicht sagen, die Weiterentwicklung der digitalen Lehre geht schnell vonstatten. Wenn wir das auch noch mal vergleichen mit der Situation vor einem Jahr, können wir schon feststellen, dass die Zahl der Hochschulen gestiegen ist, die inzwischen, ich sag mal wenigstens in Ansätzen, Digitalisierungsstrategien oder Strategien für das digitale Zeitalter formuliert haben. Das zeigt übrigens auch, dass das Thema Digitalisierung jetzt doch in wachsendem Maße auch in den Leitungsebenen der Hochschulen ankommt, was uns nicht nur erfreut, sondern auch beruhigt. Und das ist natürlich gerade auch für die von Ihnen, die nominierten Netzwerkmitglieder sozusagen von Bedeutung. Es entstehen, das ist schon gesagt worden, immer mehr Hochschulnetzwerke. Die Institutionalisierung von Supportstrukturen kommt langsam voran. Das kann man etwa erkennen an der Zahl der inzwischen eingetretenen Entfristungen von Personal, das bisher aus Projektgeld bezahlt worden ist. Unterschiedliche Förderinitiativen sind entstanden, forcieren die Entwicklung. Aber ich denke, am eindrucksvollsten, meine Damen und Herren, am eindrucksvollsten ist die Zahl und die Vielfalt an Ideen, Erprobungen, Konzepten, neuen Instrumenten, neuen Formaten, die wir sozusagen erkennen können, weil sie über viele Kanäle und Veranstaltungen weit über die Fachcommunities hinaus sichtbar und erprobbar geworden sind. Und man kann schon feststellen, in diesem Jahr, im letzten Jahr, in den letzten 12 Monaten ist die Welt der digitalen Lehre deutlich wieder einmal vielfältiger und bunter geworden. Das haben wir auch zur Kenntnis genommen im Hinblick auf die Programmgestaltung des heutigen Tages. Wir wollen dieser Entwicklung Rechnung tragen und die Planerinnen und Planer der HAK und des Stifterverbandes haben die Rückmeldungen zum letzten Treffen berücksichtigt, ihre wahrscheinlichen Erwartungen an den heutigen Tag. Und deswegen haben wir mehr auf Workshops und mehr auf Barcamp gesetzt. Das heißt also weniger Frontalunterricht und weniger Podium oder gar kein Podium. Was die Workshops betrifft, so konnte sich und musste sich das Kernteam des Netzwerks, das sich darum gekümmert hat, unter spannenden Vorschlägen entscheiden. Herr Bersicke wird Ihnen gleich anschließend ja die getroffene Auswahl vorstellen. Und wir sind natürlich sehr gespannt, was die Barcamps
nachher bringen werden. Herr Janoschka hatte schon ausgeführt, das HFD bemüht sich insgesamt als Vermittler, Multiplikator, Schnittstelle und Plattform neuen Entwicklungen, neuen Tendenzen mit neuen Formaten Rechnung zu tragen. Ich will nur sagen, was gerade aus der Sicht der HAK, die drei Dinge, die aus der Sicht der HAK besonders wichtig sind. Einmal, was Herr Persicke erwähnt hat, das HFD zerrt. Das ist natürlich eine ganz wichtige Sache, wenn man sozusagen darauf achtet, dass allmählich es aus dem Einzelkämpferbereich rauskommt und dass allmählich sich sozusagen innerhalb der Hochschulen sichtbar die Gruppen auch als zur Verfügungsteller sozusagen erkennen lassen, die Kolleginnen und Kollegen, die nun in besonderer Weise sich um das Thema Digitalisierung kümmern. Dann, das ist glaube ich noch gar nicht erwähnt worden, die Hangouts, die kommen sollen. Also wenn Sie auch dieses Stichwort in den nächsten Monaten mal achten, Hangouts, also Online-Meetings für Netzwerkmitglieder, das heißt für Sie, und Sie können die Themen setzen. Das ist uns natürlich auch besonders wichtig. Und das Dritte, die Community Working Groups. Schön, dass das noch ein Stück weitergehen wird. Und zu dem, was Herr Janoschka dazu gesagt hat, will ich nur eine Zahl nennen. Es sind ja drei Working Groups entstanden, die insgesamt schon mal 22 Hochschulen sozusagen als Mitantragstellerinnen und Steller berücksichtigt haben. Das heißt also, aus diesen dreien werden schon mal 22, das sind übrigens 12 Universitäten und 10 Fachhochschulen, also auch da wieder sieht man ein schön ausgewogenes Verhältnis zwischen den Hochschularten. Und wenn man davon ausgeht, dass ja im Zuge der Arbeit solcher Working Groups ja weitere Hochschulen, Hochschulvertreterinnen und Vertreter ins Spiel kommen, dann sieht man, wie sich das sozusagen, mit welcher Geschwindigkeit solche Working Groups dazu beitragen können, dass das Thema Digitalisierung in speziellen thematischen Bereichen in die Fläche geht. So viel nur dazu. Ja, damit bin ich auch am Ende meiner kurzen Einführung. Sie sehen, meine Damen und Herren, wie im Netzwerk und aus dem Netzwerk heraus die Arbeitsbeziehungen sich immer mehr verzweigen, auch verdichten und die gemeinsamen Problemlösungen immer konkreter, das sieht man gerade an den Working Groups, immer konkreter und immer bedarfsgerechter werden. Wir wünschen uns, dass viele von Ihnen von diesen und anderen bewährten oder neuen Möglichkeiten im Netzwerk und im HFD Gebrauch machen, um den Digital Turn weiter produktiv zu gestalten. Und natürlich diesem Ziel soll auch unser heutiges Netzwerktreffen dienen. Und ich hoffe, dass es ein voller Erfolg wird in Ihrem Sinne und im Sinne der Hochschulrektorenkonferenz. Vielen Dank.